Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind zurück bei Minecraft. Wir gehen auf Projekt Black Server. Ich will euch nämlich etwas zeigen. Was? Ach, verdammt. Okay, da bin ich wohl irgendwo falsch geklickt. So. Wir gehen auf den Real-Life-Server. Und ich zeige euch den Fun-Bereich. Ich habe mich schon teleportiert zum Fun-Bereich. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich hier auf dem Server nebenbei ein bisschen beschäftigen soll, kann. Natürlich ist es ein Real-Life-Server, das heißt, also Real-Life übertrieben, natürlich ein Server, wo wir eigentlich eher bauen, zusammen leben, zusammen handeln und so weiter sollen. Aber zum Zeitvertreiben gibt es hier einige verschiedene Dinge. Na, hier, Mensch, ärgere dich nicht, eine Runde. Eine Hüpfburg gibt es, die habe ich bisher noch nicht geschafft. Dann hier Schiffe versenken, Paintball gibt es, 4 gewinnt, Deathcube gibt es, ne, also das Übliche. Dann natürlich auch eine Survival Games, Mob Arena und PvP, wo man noch selbst gegeneinander machen kann. Dann Barrel Rage Pong gehört, nein, das ist echt wirklich sehr, sehr interessant. Da muss man sich mit Enderperlen in die Türme von anderen reinwerfen und je nachdem, wer schneller die Türme besiegt, gewinnt das Spiel. Dann gibt es eine Achterbahn, eine Wildwasserbahn, dann gibt es ein Heckenlabyrinth, dann ein verrücktes Labyrinth und das unsichtbare Labyrinth. Gibt also drei verschiedene Labyrinths. Was ich euch zeigen will, ist eigentlich mal kurz die Achterbahn, weil die ist wirklich sehr, 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 sehr aufwendig gebaut worden und das heißt, wenn man sich hier beschäftigen möchte, dann kann man das auch sehr gerne machen. Und jeder, wie er möchte. Survival Games habe ich schon ein paar Mal hier gespielt. Das ist ganz lustig, weil es sind nicht so die PvP-Superheroes teilweise, sondern wirklich auch Leute, mit denen man vernünftig spielen kann, sodass man nicht abgeschlachtet wird. Wir gehen mal zur Achterbahn. Dann könnt ihr mal sehen, wie toll und ausgiebig diese Achterbahn ist. So, hier ist dann. Hier. Kann man dann die Schlange hinstellen, wenn dann mehrere Leute unterwegs sind? Kann man sich hier eine Minecart kaufen? Man könnte sich auch selbst eine machen und herbringen, aber das Geld ist es mir wert. Und dann fahren wir mal ein bisschen. Yippie, Achterbahn! Oh, oh, Achterbahn! Also, es ist wirklich auch viel mit Detail gearbeitet, also wirklich hier ein paar Spinnennetze hingebaut. Also es wird sehr, 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 sehr und sehr viel Liebe gebaut. Uiuiui, aber es ist mir ein bisschen zu schnell. Hier, das ist also etwas, was man hier machen kann. Ganz viel Achterbahn fahren, ganz viel kleine Spiele spielen. Also die meisten Spiele gehen auch schon zu zweit. Das heißt, man muss nicht warten, bis hier irgendwie 20 Leute da sind. Jetzt sind ja momentan, oh, kann ich gerade gar nicht gucken, wenn ich fahre. Ich glaube, eben waren 15 Leute online. Das ist für in der Woche nach 22 Uhr eigentlich noch ganz gut. Ferien sind ja auch über schon teilweise vorbei. Nicht überall, aber bei manchen. Und es geht auch wieder hoch hier. Und wieder runter. Eieiei, geht das runter. Ich habe Höhenangst. Und hier geht's wieder hoch. Und wenn ihr denkt, es ist schon gleich vorbei, nein, es geht, glaube ich, noch 3 Minuten weiter. Wenn ihr wollt, könnt ihr weiter zugucken bei dieser Achterbahn. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne ausmachen. Ihr braucht ja nicht weiter zugucken. Und hier geht's dann durch einen Berg durch, durch die Lava durch, nochmal Lava. Immer ein bisschen meiner Wildwasserbahn vorbei. Eine Wildwasserbahn gibt es ja auch. Also wirklich sehr, 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 sehr viele Details und sehr viel Liebe reingesteckt in diese Achterbahn. Deswegen, wer auf dem Server ist, nutzt die Achterbahn ruhig mal und genießt einfach diese Fahrt, die einfach traumhaft schön ist. So, ganz bis zum Ende fahre ich nicht. Das sollt ihr dann sehen, wie es ist, wenn es soweit ist. Also vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.